Mach einmal das letzte Selbstgespräch von Michael Horn auf. Die letzte Antwort ist ja alles gesagt. Ja, ja, klar. Also die Schwierigkeit ist immer wieder diese Ebenen des Ichs. Diese Ebenen des Ichs müssen verstanden werden. Wir haben jetzt hier also ein Mail mit vielen Fragen, die ich tausendmal erklärt habe. Darum habe ich hier, wenn wir das jetzt durchgehen, tausendmal, also elfmal, das heißt von IHUB erklärt, aber offensichtlich, das ist das blaue Ich von dir als Brösel, immer noch nicht verstanden. Wichtig, der Brösel kann nichts verstehen, dir all, von dir kleinen Gott nicht verstanden. Genau. Verstehen kann nur dieses dir all. Alles, was blau ist, ist was Ausgedachtes in Gedankenwellen. Mhm. An ist immer alles gedanklich unreal wahrgenommene Selbst. Ich wiederhole das jetzt nur nochmal. Alle in mir selbst auftauchenden Informationen existieren immer nur hier und jetzt in mir selbst und sie existieren immer nur, solange sie gedanklich oder sinnlich wahrnehme. Das heißt, solange was wahrgenommen wird. Sobald du an was anderes denkst, fällt die Welle wieder in sich zusammen. Wenn man das wirklich verstanden hat, schenkt man den Fragen in dieser Mail ein geistreich wissendes Lächeln. Das war mal hier der erste Ansatz. Und jetzt machst du die neue Mail auf. Mhm. Und jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Und da gehe ich jetzt gleich drauf. Zuerst einmal hier, ist ja alles klar mit dem Selbst. Ist eben nicht klar. Und jetzt kommt hier dieser Absatz. Das kann ich vom Prinzip her auch als Brösel nachvollziehen, aber geistig installieren, verstehen kann ich das noch nicht. Das ist vollkommen okay, aber ich muss jetzt sofort ein Veto sagen. Wir haben drei verschiedene Brösel. Wir haben einmal, wenn ich vom Brösel rede, meine ich den Körper, den wir uns ausdenken. Das ist der Udo Brösel, ob du den als Video Pixelmännchen siehst oder ob er real vor dir steht. Wenn ich Udo Brösel sage, bezieht sich das auf den Körper. Ein Körper kann nichts verstehen, das ist was Ausgedachtes. Wir können jetzt den Brösel wie das große Ich machen, den Menschen, rein, den Trockennasen, Menschen, Udo. Dieses Ich ist ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationssystem wie jedes andere Ich auch. Das heißt, der Brösel als Mensch kann auch nichts verstehen, weil ein Programm nichts verstehen kann. Mhm. Und jetzt können wir noch einen roten Brösel machen. Das ist ein Geistesfunken, das ist ein reduzierter Geist, der nur auf den Gleisen seiner Logik, seines blauen Ichs zu denken macht. Der rote Brösel kann ihn ansetzen, dass er ahnen, um was es geht. Merkst du, das ist jetzt schon mal sehr wichtig. Absolut. Ich möchte es zu mühselig, das nochmal zu schreiben, weil ich es tausendmal erklärt habe. Ja. Ich habe natürlich noch nicht angesprochen, wenn ich den Brösel sage, dass wir hier wieder eine Trinität haben, nämlich Brösel als Körper, Brösel als Mensch oder roter Brösel als Geistesvogel. Genau. Der ist aber dann limitiert, weil er eben nur mit der Logik seines Ichs arbeitet. Genau. Okay, dann geht's weiter. Womit ich hier in guter Gesellschaft bin, denn laut Aussagen der meisten Leser hat es demnach keiner verstanden. Da gilt jetzt wieder, die du dir ausdenkst, sind nur Spiegelbilder von dir selber. Genau. Darum ist mir das wichtig, bevor ich da hinschreibe, lieber erkläre ich es jetzt und dann machst du halt diese Aussagen mit dazu in das Video, wenn es dann interessiert. Ja. Wenn jemand wirklich weiß, dass er zum Beispiel ein wahrgenommenes Materieobjekt hundertprozentig selbst ist, ist das, was er wahrnimmt, gäbe es ja folgendes Problem. Da gehen wir jetzt erst einmal drauf ein. Er reitet immer noch von einer materiellen Ebene. Es gibt keine materielle Ebene. Du hast Informationen und diese Informationen sind ein Gemisch aus feinstofflich und feststofflich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du hier und jetzt nur feinstoffliche Informationen hast. Das heißt, wenn du Geist über irgendwas nachgrübelst, jetzt kommt schon die Falle, wenn ich sage, wenn du zum Beispiel im Bett liegst und die Augen zu hast und über was nachgrübelst, dann ist dein Körper ja nicht da und das Bett nicht da, das ich jetzt angesprochen habe, sondern da bist bloß du Geist und deine Gedanken, dann sind nur feinstoffliche Informationen da. Genau. Sobald du deinen Körper fühlst oder die Augen aufmachst und das interpretierst, sind materielle und feinstoffliche Informationen, Interpretationen da. Aber all das ist ein Riesengemisch. Er geht immer noch von einer materiellen Ebene aus. Es gibt keine materielle Ebene. Nochmal, eine sinnliche Wahrnehmung ist genauso eine Information, wie wenn du bloß was denkst. Es ist kein Unterschied und es ist immer nur, wenn du es denkst. Okay, es gibt keine Trennung mehr zwischen dem Wahrnehmen und dem Materieobjekt inklusive der eigenen Person. Das ist kein Problem, sondern das ist einfach einmal so, dass es keine Trennung gibt zwischen dem, der immer ist, und zwischen seinen Gedankenwellen. Das heißt, es gibt keine Trennung zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Jetzt kommt das Problem, wo er sieht, macht er sich selber,
Das heißt, kein Geistesfunken könnte dann seine Rolle als Brösel authentisch spielen, weil derjenige sich ständig mit den Materieobjekten in seiner Umgebung zu hundertprozentig identifizieren würde, anstatt sich auf seine Personenrolle konzentrieren zu können. Zum Beispiel, jemand trinkt via seiner Person einen Schluck Mineralwasser und merkt, huch, ich bin ja selbst das Wasser, das ich gerade trinke. Es besteht aus mir und bin sogar selbst der Becher, aus dem ich trinke. Da ist jetzt die erste große Fehle. Das rote Ich ist auch was Ausgedachtes. Das Meer ist auch was Ausgedachtes. Also lasst uns das im Gedanken einmal durchgehen. Wir denken, wir Geist, denken uns zuerst einmal ein Meer aus, einen Denker aus, der sich was ausdenkt. Der Denker ist immer und das Ausgedachte und der Dichter einen ständigen Wechsel. Wobei, wie man das als Gedanken, wenn wir das nehmen, ist das Ausgedachte ein Unterschied, den du anschaust, den der eine anschaut. Wenn man das verstanden hat und jetzt kommt das große Problem, da kommt jetzt hier das rote Ich, das sich was ausdenkt, das Meer praktisch, das immer ist. Dieses rote Ich, das sich was ausdenkt, ist untrennbar verbunden. Jetzt ist aber so, dass das Meer eins ist und die Gedankenwelle sind zwei. Den Unterschied siehst du. Ja. Das rote Ich, das wir uns ausdenken, ist aber bloß ein Symbol für etwas, was nicht gedacht werden kann. Das heißt, der vierte, der rote Vier, sieht eigentlich, er denkt sich, wie er sich was ausdenkt. Und der kann erkennen, dass er als ausgedachter Denker mit dem, was der Denker, den ich mir jetzt ausdenke, sich ausdenkt, untrennbar verbunden ist. Genau. Ja. Die Synthese zwischen dem Denker und dem Ausgedachten, das ist das rote, ist, wir haben jetzt das rote Ich als Denker gesetzt. Ja. Es geht an diese Hierarchie, wo ich sage, wo es runtergeht, immer der Doppelschritt. Ja. Und sobald wir uns jetzt an Ausdenken, der sich an Denker denkt, der mit seinem Ausgedachten untrennbar verbunden ist, ist der auch wieder was Ausgedachtes. Ja, genau. Ja. Das ist diese Hierarchie, wo ich gesagt habe, Denker ausgedacht ist, dann kommt das Unterbewusstsein auf genau. Erde, mir sein Überbewusstsein, klatsch, 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 habe ich zigfach erklärt. Genau. Und da hängt er sich jetzt auf, der Schreiber, den wir uns jetzt ausdenken, ganz bewusst, dass immer wieder das klar ist, wenn was eins ist, wenn was wirklich eins ist, ist kein Unterschied mehr doch. Ja. Und du kannst nur Unterschiede wahrnehmen. Mhm. Also müssen wir uns hier einen Denker denken, eine Ewigkeit, ein rotes Ich denken und darum weist das rote Ich auf etwas hin, das nicht gedacht werden kann. Mhm. Das rote Ich steht praktisch für den, der sich das rote Ich ausdenkt. Genau. Ganz genau. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, sobald wir uns ausdenken, einen ausdenken, der sich ein rotes Ich ausdenkt, ist der auch schon wieder was ausgedacht. Genau, genau. Das ist dieser Doppelschritt. Der untrennbar mit den Dingen verbunden ist, ist dieser nicht denkbare, weil der praktisch der Denker von sich selbst, entweder als Geist, dann wiederum reduziert als blaues Ich, wiederum reduziert als Gehirn und dann als Information. Genau. Das heißt, du musst da wirklich im Bewusstsein aufsteigen. Okay. Und das ist immer wieder dasselbe mit den Materieobjekten. Früher würde der Eindruck entstehen, geht's weit, ich trinke mich, ich nehme ich das Materieobjekt Wasser, trinke ja selbst. Du trinkst immer von dir selbst. Du atmest einen Gedanken aus und du nimmst ihn wieder auf. Und das, was du aus, das ist die Brahma-Geschichte in den Upanishaden. Ich stelle einen Gedanken vor mich hin und ich nehme ihn wieder auf. Und was ich jetzt zeitlich spreche, ist überhaupt nicht zeitlich. Ja, genau. Weil es nur jetzt gibt, wenn du wirklich die Transversale verstanden hast in dieser Bewusstseinskurve. Das alles, was du musst, immer ein Zeitfenster vor dich aufspannen, ja. Das dann gleichzeitig ist. Ja.